Willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich wollte den Vlog einfach eigentlich komplett anders starten, aber es hat gerade geklingelt, ich bin gerade aufgewacht. Ja, weil heute kommt ein richtig cooles Möbelstück an. Oh mein Gott, und ich glaube, die kommen gerade. Ich kann absolut nicht einschätzen, wie schwer das ist und so. Oh mein Gott, die kommen, ich höre es. Mir war das jetzt gerade so unangenehm, dass ich gesagt habe, die sollen das einfach nicht auspacken, sondern dass ich das mache. Ja, und das ist das gute Stück, aber der kann leuchten und deswegen wird es richtig toll und das zeige ich euch später, weil ich gehe jetzt erstmal kurz weiter schlafen. Ey, die haben mich einfach geweckt um 9 Uhr, kurz vor 9 und ich war gestern so lange noch weg und so. Boah, aber richtig cool. Ich muss jetzt für eine Valentinstagskampagne was einkaufen, weil ich möchte euch ein Rezept zeigen. Und ja, dann kommt Jamie zu mir und ja, wir wollen ein paar, also er macht jetzt so lustige Reels und Schauspielsachen und so und das finde ich total toll. Deswegen will ich ihm da beim Reel helfen und vielleicht drehen wir auch noch ein YouTube-Video. Ich will da auch wieder ein bisschen mehr so lustige Challenges machen und so. Und jetzt, wo ich in Köln wohne, kann ich ruhig mal ein bisschen mehr auf meine People zugreifen. In Berlin war das wirklich immer eine Komplettkatastrophe, weil da waren so wenig Leute, die vor die Kamera wollten. Ich habe so Angst gerade. Also ich muss wirklich mit dem Auto in die Werkstatt, weil die Pieper sind absolut kaputt seit diesem Tag, wo als jetzt jemand ins Park ein Auto reingefahren ist. Seitdem sind die Piepser absolut kaputt. Okay, geil. Ich hoffe, ich finde jetzt alle Zutaten und dann melde ich mich gleich. So, 30 Euro Strafzettel gefunden, weil ich meine gekriegt, weil ich meine Parkkarte nicht gefunden habe, mein Dings. Und mir ist gerade eine alte Oma wieder ins Auto gefahren. Ich schwöre, ich check's nicht. Ich war hier, ihr seht ja, ich stehe immer noch auf dem gleichen Parkplatz. Mir ist einfach eine Oma rückwärts seitlich in mein Auto reingefahren. Also sie hatte, glaube ich, Glück. Also sie hat sich den Schaden nicht angeguckt, die Kleine. Ich will jetzt kein Schimpfwort sagen, aber es war so eine Frechheit. Sie hat sich nämlich aufgeregt, weil sie auch einen Strafzettel bekommen hat. Und ist dann einfach aggressiv rückwärts gefahren und in mich rein. Ich schwöre, ich war so, was ist mit ihm? Sie so, ja, ich habe mich gerade so aufgeregt über meinen Parkzettel und so. Ich so, ja, sie müssen doch unemotional fahren. Sie können doch nicht einfach auf dem Parkplatz, der so eng ist hier und wo so viele Fußgänger sind und so, einfach rückwärts Vollgas fahren. Also das ist wirklich, ich schwöre, ich bin gerade, das kann doch nicht sein, dass ich innerhalb eines Monats 3 Unfälle habe, wo ein paar davon nicht mal selbst verschuldet sind. Also 2 davon nicht selbst verschuldet. Und die Oma hat sich den Schaden nicht angeguckt. Sie ist so sauer gerade in ihr Auto gestiegen und einfach weggefahren. Und ich habe mir noch beim Wegfahren ihr Kennzeichen schnell fotografiert, falls ich da jetzt doch was sehe. Weil es hat sich so angefühlt, als wäre sie nur gegen meinen Reifen gefahren. Weil es auch so ab... Also ich glaube, ich sehe da nichts. Mein Auto ist gerade so dreckig von außen. Ich glaube, da ist nichts. Aber sie hat sich es nicht mal angeguckt. Sie hat die ganze Zeit gesagt, ja, da ist ja nichts. Ach, zum Glück nur Reifen gegen Reifen. Ich check nicht, was mir das Schicksal gerade sagen will, aber ja. Egal, ich habe alles für die Kooperation bekommen. Ich war hier bei einem sehr guten Einkaufsladen. Ich hatte schon Angst, dass ich irgendwie Einkaufsladen-Hopping machen muss. Super viele geile Essenssachen bekommen. Ich war gerade so hyped, weil ich habe das voll selten, dass ich alles, was ich liebe, so im Supermarkt bekomme. Und ich war jetzt hier in Köln noch nie im Supermarkt, noch nie so richtig einen Großeinkauf machen für Lebensmittel. Immer so bei Flink Sachen bestellt oder so. Und deswegen habe ich mich gerade irgendwie so gefreut, weil es hat mir total Spaß gemacht. Und dann passiert sowas. Jetzt ist meine ganze Freude weg und ich habe gar keinen Hunger mehr. Ich glaube, ich muss mir hier nochmal so einen richtig coolen Vlogging-Bereich gestalten. Es ist alles immer noch provisorisch, aber das ist ja auch ein Prozess. Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr ausgezogen seid, schon mal in die Kommentare schreiben, wie lange es bei euch so gedauert hat, dass ihr so alles ready hattet. Ja, ich bin jetzt ganz gleich gespannt, wie der Spiegel wird und so. Aber ich habe mir hier so viele Sachen geholt, die ich jetzt erstmal umfüllen werde. Das ist so satisfying, dass das nicht zu füllen. Oh mein Gott, es gibt nichts Geileres. Ich habe mir gerade hier eine Bowl gemacht und der Spiegel steht. Ich hoffe, dass man den irgendwie auch irgendwann filmen kann mit irgendeiner Technik, wo er nicht so flackert. So, Freunde, das ist der Spiegel. Ich frage mich nur, warum, hallo Jamie. Hallo. Warum der so, aber da hat er gerade nicht geflackert. Ja, keine Ahnung, könnt ihr mir helfen? Vielleicht weiß es ja jemand. Vielleicht muss man ihn einfach nur lange genug filmen. Das ist so merkwürdig. Meine Möbellieferung kommt jetzt, weil ich kriege ja noch mehr Möbel, Leute. Das wird jetzt richtig cool. Es wird ein toller Vorher-Nachher-Effekt. Ich muss euch eigentlich noch mal kurz vorher zeigen, bevor die hier... Dann kriegen wir hin. Schnell. Also vorher ist gerade das hier. Und wir gucken natürlich, das ist total toll, das hier im Fernsehen. Hier kommt ein Esstischspiegel, mache ich gleich an. Das wird hier alles ein bisschen ordentlicher und ja... Was kommt denn? Ach, oh, Couchtisch, das könnte man sogar... Okay, cool, ihr werdet es gleich sehen. Toll. So, Paket Nummer Uno. Ich hoffe, es ist der Couchtisch. Das macht eigentlich auch Sinn von der Größe, also das wird der Stein sein.
Wenn er nicht schwer ist, ist er eigentlich super. Okay, Parkett Nummer 2 ist halt wirklich riesengroß. Ich glaube, da ist der Esstisch drin. Ich wusste nicht, dass ich so einen großen Tisch geholt habe, aber toll. Leute, so sieht das jetzt aus. Es ist einfach so unfassbar schön. Es sieht so cool. Also wie cool ist das denn? Man kann das so schieben und so. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Das ist auch richtig toll. Diese Männer haben das einfach, also das kam so komplett aufgebaut, außer die Beine. Der Tisch ist riesig. Da mussten wir auch nur die Beine ran tun. Das waren so fette Pakete und die, wartet. Der Saugroboter schläft gerade irgendwas mit. Meine Unterhose. Arbeiter haben leider, es ist einfach wieder Zerstörungs Monat, diesen Monat, 3 Unfälle in 1,5 Monaten gehabt. Gestern ist mir jemand reingefahren, habe ich ja glaube ich erzählt. Und heute haben die Speditionsmenschen eine Lampe in dem denkmalgeschützten Haus, in dem ich wohne, zerstört. Egal, Scherben bringen Glück. Ich hoffe, das war jetzt der letzte Unfall und Schicksal will mich wieder daran erinnern, dass ich jetzt endlich einen Termin bei der Werkstatt mache. Aber Probleme der Zukunft, das war Problem der Gegenwart und es sieht einfach total toll aus. Jetzt bringen wir hier noch so eine Milchfolie an. Das hat Aaron mir den Tipp gegeben, weil man eben aus dem Bad hier alles sehen kann, wenn man duscht. Und das will ich nicht. Genau, ich finde so krass, dass ich auf die Idee gekommen bin, so eine Folie zu holen. Weil, oh, ich habe doch Sekundenkleber. Weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie so einen speziellen Vorhang holen oder so. Aber easy, das ist halt bei diesen Kreuzfenstern hier ein bisschen schwierig sonst. Wir haben hier so Techniken ohne Lineal und nehmen das hier die ganze Zeit als Maß und so. Das ist wirklich alles sehr provisorisch, aber es wird schon. Ne? Probleme kriegen wir schon irgendwie gewaxt. So, Jamie ist jetzt wieder weg. Ich gucke mir hier gerade Make Love, Fake Love an. Ich finde dieses Format ja wirklich grauenvoll. Also, das wäre ja wirklich mein... Also, das würde ich niemals mitmachen. Das ist ja noch schlimmer als Temptation Island gefühlt. Also, ich... Ja. Ich finde es total verwerflich. Also, wirklich. Ich mache mir jetzt hier gerade Tortlets mit Erdbeeren. Und genieße meinen Abend, ne? Kleine Geiermaus. Ich habe wieder meine Haarkur reingemacht und so langsam sollte ich ein bisschen meinen Ansatz nachfärben, weil meine Naturfarbe ist halt so ein Dunkelblond, wie ihr seht. Und das sieht irgendwie immer im Kontrast zu Rot so ein bisschen grünlich aus. Also es ist auch diesmal, die Haarkur ist wieder viel röter hier vorne geworden als hier hinten. Aber egal, sieht aus wie schöne Reflexe. Ja, ich habe jetzt nur meine Haare geairwrapped, also nur mit dem Dyson glatt geföhnt. Ich style die später nochmal. Ich habe jetzt erstmal kurz einen Call und dann gehe ich nochmal auf ein paar Neuerungen hier in der Wohnung ein. Ich weiß, es interessiert euch. Leute, today is the day. Meine Waschmaschine und mein Trockner kommen endlich an. Ich bin so glücklich, weil, ich zeige es euch jetzt, Achtung, Realität. Das ist alles meine Wäsche, die gewaschen werden muss. Ich habe es immerhin schon sortiert. Ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, wo Aaron mich besucht hat. Da hat er ja schön meine ganzen sortierten Wäschedinger umgetreten. Aber ja, ich hoffe, das passt jetzt irgendwie hier alles in meine Küche. Aber es wird schon, weil meine Küche wird ja so der Waschort. So, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen fresh gemacht. Leute, wie leise ist das? Das ist jetzt so cool. Also, ich erkläre euch mal was. Es sieht jetzt hier wirklich richtig schlimm aus, weil ich hier alles ausgeräumt habe und so, weil die da hier ran mussten. Das ist hier alles, also die Küche ist hier wirklich komplett im Arsch. Also, das riecht auch immer ab und da muss ich mir alles nochmal was überlegen. Aber viele von euch schreiben mir auch, dass es irgendwie beruhigend ist, dass ich nicht so eine fancy... Ach, egal. Ja, hier mussten die nämlich ran. Hier tue ich wieder meine ganzen Putzmittel hin. Dann waren hier so Verlängerungskabel, weil ich wollte unbedingt so einen Turm machen, weil hier drunter hätte nur ein Gerät gepasst. Dann hätte ich das irgendwie so über Eck machen müssen, wäre auch gegangen, aber ich finde das so cooler, weil hier habe ich jetzt auch noch so ein Zwischenteil. Da kann man so Sachen reintun und tun und alles ist super toll. Toll, die muss gerade leer durchlaufen, haben die mir erklärt. Das ist der Trockner. Hier, ich zeige euch mal, was für Produkte ich mir gegönnt habe. Ich hoffe einfach, dass sie für immer halten und toll sind. Es ist jetzt hier suboptimal, weil das so nah da dran steht. Vielleicht hätte ich es irgendwie mehr nach hier machen sollen, aber eigentlich finde ich es auch ganz cool, weil... ich werde Kaffeemaschine und so dann alles hier hin tun. Ich werde hier so ein großes Regal hin tun und dann werde ich da vielleicht sowas wie Toaster und so hin tun. Dann kann da die Kaffeemaschine hin, finde ich eh ganz gut, weil da die Kaffeebohnen und so drin sind. Ich mache mir das schon irgendwie toll. Genau. Das sieht ja alles gerade so schrecklich aus. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt heute anfangen kann zu waschen, weil ich habe wirklich seit über einem Monat jetzt keine Wäsche gewaschen. Und das ist, glaube ich, mein letzter Jogginganzug, den ich besitze. Ich wollte auch nicht irgendwie bei meinen Freunden waschen oder so. Das fühlt sich ein bisschen mehr an wie eine Wohnung. Also es ging einfach nicht anders, als es dort zu platzieren, aber es ist auch nicht schlimm, oder? Also, wie findet ihr das? Ich weiß nicht, ob die es weiter nach links gestellt hätten, wenn ich das da weggeräumt hätte, aber ich war so kurz überfordert und habe dann einfach da das... Da meinten die, das macht da Sinn. Der Schlauch hätte halt auch länger sein müssen dann, glaube ich. Wobei der eigentlich ziemlich locker ist. Nee, das geht nicht. Nee,
Nee, so macht das schon am meisten Sinn. Dann kann ich das so ein bisschen so tun. Dann kann ich hier noch Sachen hinstellen, sonst wäre das wieder so auf Spannung. Ist schon alles super so. Das ist so typisch, ich, ne, Sachen sind fertig und dann überdenke ich die nochmal und mir fallen so andere Lösungen ein und dann bin ich so, oh Gott, habe ich es richtig gemacht, weil ich will immer so perfektionistisch sein, aber irgendwie bin ich es immer nicht im ersten Moment. Ich denke einfach zu viel nach. Das ist schon okay so. Ja, ich möchte nämlich nicht aus dieser Küche, so wie jeder von meinen Freunden mir rät, ein Küchen-Esszimmer machen oder so, weil meine Küche ist nicht immer mega ordentlich und so. Ich möchte einfach, dass es so eine funktionelle Küche ist, weil ich habe ja auch keine Absteckkammer. Das heißt, hier kommen Staubsauger, Wäsche und Kochen. Und Essen und so ist dann im Wohnzimmer. Ich habe so ein großes Wohnzimmer und es sieht so schön aus mit dem Esstisch und so. Deswegen werde ich hier auf gar keinen Fall ein Esszimmer draus machen. Allein auch wegen dem Licht und so. Ich finde das hier... Ach, hier ist es nicht so gemütlich wie in meinem Wohnzimmer. Genau. Ich liebe übrigens meinen Mülleimer und ich glaube, ich hole mir den nochmal in einer anderen Farbe für Plastikmüll. Muss halt nur mal gucken, weil der ist ja... Okay, der ist jetzt hier gerade dreckig, aber der ist ja matt. Ich will eigentlich noch einen anderen matten. Ich bin jetzt nochmal im Ikea gelandet, weil ich mir einen Schminktisch hole. Und es dürfen natürlich Köttbullar nicht fehlen und Daim-Torte. Das ist ein Must-Have im Ikea. Und ich will mir diesen meinen Schminktisch holen, den jeder hat. Aber der ist auch einfach richtig geil, weil ein Schminkspiegel heute angekommen ist. Heute kommt auch noch eine andere Ikea-Lieferung an, so in ein, zwei Stunden, glaube ich. Ich bin gespannt, was jetzt in dem Spiegel sagt. Der ist so cool. Ich habe mir da echt was gegönnt. Aber ich wollte unbedingt so ein... Ja, dass es irgendwie so aussieht, als würde das so alle Event sehen. Hey Leute, wusstet ihr, dass Ikea so solche Spiegel hat? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das finde. Ich habe mir jetzt noch einen Wäschekorb und so geholt. Aber schaut mal. Das Gold sieht jetzt irgendwie nicht so toll aus. Irgendwie nicht so glänzend, so matt. Und irgendwie auch schön. So, Schubi ist natürlich hier die allergrößte Hilfe beim Schminktisch aufbauen. Es wird aber super toll aussehen. Der Spiegel stand gerade da, den ich euch, habe ich euch den schon gezeigt, aber ihr werdet es gleich sehen. Ich habe mich jetzt entschieden, es vielleicht doch nicht in meinem Büro zu tun, sondern doch ins Schlafzimmer, was wunderschön aussieht gerade. Aber trust the process, it will be great. Yes. Ich bin die größte Hilfe beim Schminktisch aufbauen. Was ist gerade passiert? Ich hab ne Schere im Trockner gehabt. Das war irgendwie schon seit vier Trocknergängen oder so. Die ist auch richtig heiß. Und das hat immer so laut geknallt und ich dachte, das ist irgendwie wegen Reißverschlüssen oder so. Ja, cool. Mit meinem neuen Miele-Trockner habe ich schön gepflegt. Da sind noch überall Kratzer drin. Hier sehe ich mich. Sieht man nicht, glaube ich. Alter, ist das... Ich habe alle Klamotten zerschnitten. Aber das ist der neue Wäschekorb. Von Ikea. Oh. Toll, das war Jamies Idee und das ist eine super Idee gewesen. Weil der ist richtig groß und bewegt ist schön aus. Und das ist ja, genau, vorher habe ich das da drin. Da, wo die Schere dran war. Okay, das schütte ich jetzt in meinen Kleiderraum. Oh, warte, wir können noch was zeigen. Moment. Ich zeig die ganze Zeit alles jetzt. Das ist so cool, den Schuh habe ich für Amazon geholt, der war echt teuer. Und ich würde es nicht empfehlen, die Füße ranzumachen, wenn man nicht zu fünft ist, weil das ist wirklich sehr anstrengend gewesen. Es hat länger gedauert, als diese ganze Kommode hier aufzubauen. Mhm, das stimmt. Aber es ist total cool und da kannst du total viele Sachen. Er kann das. Er kann drei Sachen. Er kann Helligkeit und er kann verschiedene Lichter. Okay. Tschüss. Oh, da komme ich jetzt nicht rein. Alles meine frisch gewaschene Wäsche. So, neuer Tag, neues Aufbauen. Jetzt kommen Schuhregale dran. Also das Schuhregal will ich eigentlich dorthin tun. Ich hoffe, das passt alles und sieht noch toll aus im Flur und so, wird schon. Und Schubi ist natürlich wieder eine ganz große Hilfe. Dankeschön. Könnt ihr mir mal sagen, warum man sich so krass schämt beim Hämmern, wenn man in einem Mietshaus wohnt? Das ist wirklich das Schlimmste. Also das hier geht ja noch. Wir mussten gerade was so Schlimmes anhämmern. Es war so laut, das war einfach nur bei jedem Schlag. Nee, war gut. Bei jedem Schlag war das einfach eine komplette Katastrophe. Leute, ihr steht jetzt auf meinem neuen Regal und Jamie und ich haben gerade den ekelhaftesten Burger der Welt gegessen und deswegen bin ich gerade die ganze Zeit kurz vorm Kotzen, aber wir haben eine neue Lichtleiste gekauft von Philips Hue, weil wir davor erst eine Billo-Leiste hier hatten. Also ich, weil ich davor erst eine Billo-Leiste hatte. Ja, das war ja eine Hue-Leiste hier, die kaputt war. Genau, die kaputte Hue-Leiste. Ihr müsst echt aufpassen, wenn ihr die abreißt von irgendwo, weil ich habe da mal eine Lampe kaputt gemacht beim Umzug. Oder kann ich sie nicht mehr benutzen? Es war vor allem ärgerlich, weil ich sie halt hier als so Küchenlicht benutzen will. Und meine Küche war halt drin, das war Glück. Aber sie fällt auch ruhig auseinander. Also falls ihr mal hier nach unten gucken wollt, die Leiste fällt immer ab, wenn man den Geschirrspüler anmacht zum Beispiel. Aber ich will mich nicht beschweren, es ist absolut ausreichend. Und ich finde es eigentlich super hier.
Deswegen, wir machen es ja alles ein bisschen schöner. Jamie hilft mir mit den ganzen handwerklichen Arbeiten. Ja. Hier ist, machen wir gerade so blau hinter dem Kühlschrank. Und jetzt machen wir den Philips Hue-Leuchte an. Cool. Hoffentlich. Hoffentlich. Hätten jetzt lieber ein langes wie da drin, dann kann man es immer nach und nach abziehen. Ja. Oh. Oh. Das kann ich dir helfen? Hilfe, bitte lass mich. Vorsicht, dein Kopf. Letzte Mal Ausgangssituation. Und dann kann man es auch bunt machen, aber es ist wirklich so viel besser. Ich hätte jetzt wieder eine Vorheraufnahme eigentlich reintun müssen. Bin eine tolle Influencerin. Ach so, hier, nein, ihr seht sie hier. Vorher war es einfach dieses blaue Licht und es war so dunkel. Es war wirklich so dunkel, man konnte es nicht zum Schneiden und so benutzen. Also Sachen mit Schneiden. Und jetzt kann ich ja jede Farbe, die ich will, da wieder ran machen. Das ist echt fantastisch. Aber ich habe eine Frage. Ich bin dafür, dass wir es, also hier müsste man es jetzt einfach abschneiden. Dann wäre es hier. Jamie sagt, ich soll das hier machen. Nein. Doch, das sagt Jamie. Ja, sag ich. Schäm dich nicht. Aber es ist. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so davon denkt. Also, soll ich es abschneiden oder soll es da hoch? Das hat was. Wenn du gleich noch Farben machst. Mich nervt das irgendwie, wenn man auf so LEDs guckt, die haben so in die Fresse leuchten. Ja, wenn man kocht und. Naja. Ich schneide das jetzt ab. Wo ist die Schere? Ich habe sie. I'm such a talented vlogger. Also. Da, wo die Schere ist, bitte schneiden. Ne? Kannst du es machen, ich traue mich nicht. Das ist ein Stromschlag. Spaß. Ich finde, die leuchtet aber generell komplett raus und machen dafür. Ich blase hier nichts mehr. Schnittloops ist gerade in the hood. Dieser Vlog ist an dieser Stelle zu Ende. Es kommt auf jeden Fall noch ein zweiter Wohnungsupdates-Vlog. Updates-Vlog. Wo ich nach einem Bett gucke, etc. Ich habe gevloggt, als ich mit Selina shoppen war. Es sind noch andere Sachen angekommen. Das werdet ihr jetzt in ein paar Tagen sehen. Jetzt kommt erstmal ganz viel Wohnungskontent. Und falls ihr Fragen zu allem habt, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Da werde ich auch ein Q&A die Tage mal für euch abdrehen. Bye!